begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren kleinen geistlichen Übung. Und die hat heute mit meinem jüngsten Hund zu tun, dem Jace. Das ist ein amerikanischer Collie, der ist 5 Monate alt. Und heute Morgen habe ich einen richtigen Schreck gekriegt, als ich bei der Tierärztin war. Die hat nämlich gesagt, sie müssen aufpassen, der wächst zu schnell. Und ja, als sie das gesagt haben, habe ich dann gleich gemerkt, oh, ich werde ganz innerlich unruhig und kriege Angst. Hoffentlich habe ich nichts falsch gemacht. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch so, wenn man Angst hat, dann schlägt das Herz auf einmal schneller und man kriegt gedanklich gar nicht mehr alles mit, was ein anderer sagt. Entscheidend war, dass ich gedacht habe, eigentlich ist das mal auch ein Thema für unsere geistlichen Übungen, denn mit Ängsten haben wir alle zu tun. Gehört auch zu unserem Leben dazu. Und ich glaube, jetzt in dieser Corona-Zeit haben viele auch bezüglich Corona Angst oder wegen ihres Berufes, ihrer Existenz. Und das ist auch alles nicht so leicht. Die Übung, die ich euch jetzt mitgeben möchte, ist, euch mal dieser Angst zu stellen. Wie gesagt, heute war das bei meinem Hund so, dass ich plötzlich Angst hatte. Und das Wichtigste erst ist einfach mal nachzudenken, wo habe ich gerade eigentlich Angst? Was macht das mit mir? Nenn doch mal das beim Namen. Du kannst es aufschreiben, aber auf jeden Fall bring es mal in deine Gedanken und drück das nicht immer runter. Als zweites finde ich auch ganz wichtig, wenn du sie dann für dich mal formuliert hast, deine Angst, dass du mit dieser Angst nicht alleine bleibst, dass du mit jemandem drüber redest. Das tut schon ganz gut, habe ich heute auch gemacht. Und das hat mir gut getan, weil dann nämlich eine Frau zum Beispiel gesagt hat, wenn es jetzt schon ganz schlimm wäre, dann hätte die Ärztin ja was gemacht. Aber im Prinzip hat es dir wahrscheinlich einfach nur einen Hinweis gegeben oder geben wollen, dass du jetzt ein bisschen mit dem Futter aufpasst und mit der Belastung. Das hat mir einfach schon gut getan. Ein dritter Punkt, der mir auch wichtig ist, das hat auch damit zu tun, dass wir ganz oft unsere Gedanken sozusagen sind ausschlaggebend, dass unsere Angst noch schlimmer wird. Das heißt, nehmen wir mal an, kennt ihr alle, jemand, der Angst hat vor Spinnen, wenn der nur an Spinnen denkt, dann kriegt er schon ein bisschen Gänsehaut und dann merkt man, manchmal reichen nur unsere Gedanken aus, um uns noch weiter reinzubringen. Und deswegen ist vielleicht auch noch eine wichtige Aufgabe, einfach mal drüber nachzudenken, wie denke ich eigentlich über bestimmte Situationen? Kann das sein, dass das dann die Angst verstärkt? Und als letztes, das habe ich natürlich heute auch gemacht, du kannst mit deiner Angst auch zu Gott gehen. Es gibt so ein schönes Wort eines Nervenarztes, der hat mal gesagt, leg deine Nerven in Gottes Hand. Das heißt für mich, ich bete und vertraue darauf, dass es auch gut wird hier mit meinem Jace, aber auch mit unserem Leben, dass Gott es gut mit uns meint, mit all den Dingen, die wir als angstvolle Dinge im Leben erfahren. Das ist nicht das letzte Wort. Jesus hat mal gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, er ist noch größer. Und mit diesen 4 Gedanken zum Thema Angst möchte ich euch eine gute Woche wünschen und hoffe, dass ihr mit eurer Angst ja, zu Gott gehen könnt und merkt, dass sie doch nicht so groß ist. In diesem Sinne sage ich Tschüss.